Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen da zurück zu TerraTech. Wir sind gerade auf der Suche nach unserer Basis. Die muss ich hier doch irgendwo in der Nähe geparkt haben. Ich weiß aber nicht genau wo. Aber naja, das finden wir auch noch heraus. Ist wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von dem grünen Zeug. Mal gucken. Damit wir dort unser Zeug hier ablagern können, was wir gefunden haben, und unsere Batterien wieder auffüllen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier falsch sind. Wobei, den ganzen Schrotthaufen nachzuurteilen, sind wir doch irgendwie richtig. Ah, guck mal. Da sind wir schon wieder daheim. Juhu. Weißt du was? Dich nehmen wir jetzt auch mal mit. Vielleicht werden wir dich später noch benötigen. Wer weiß das schon. Nun gut. Weil da muss ich mir 500.000 Fließbänder kaufen. Damit wir irgendwie so eine Produktionsstraße basteln können. Die ich dann höchstwahrscheinlich wieder falsch anschließen werde. Aber ich glaube, das macht ja auch nichts. Die letzte Folge war dann doch viel länger als erwartet. Naja, was soll's. Doof, dass man hier wirklich nicht rausklicken darf. Weil sonst die Aufnahme abstürzt, was ja wirklich sehr ärgerlich ist. Wenn das einem nicht auffällt, dann verliert man wirklich eine ganze Menge Videomaterial. So. Oh, mit dem Empfänger kann ich alles locker verkaufen. Yay. Das ist toll. Das freut mich. Dann alles mal aufsammeln. Damit kriegen wir alles sauber. Sehr schön. Gut. Noch ein bisschen mehr Kleinzeug zum Verkaufen. Und Judas. Wir müssen hier wirklich noch eine ganze Menge harvesten. Chili Harvester. Bläh. Naja, aber es gehört dazu. Das braucht man sich da auch nicht beschweren. Nun gut. Bringen wir dich mal hier an. Die ganzen Blöcke erstmal auch. Die können wir noch später anderweitig verbauen. Ach, Moment mal. Solange ich hier umstrukturiere, muss ich definitiv meine Batterien anhängen. Die Ladestation. Sonst bekommen wir über kurz oder lang ein kleines Problem. Da vorne blinkt ja schon alles. So. Und so. Wunderbar. Hier so ein Träger rüber. Die Platten können da mal auch hin. Ich glaube, das restliche Zeug kann ich verkaufen. Definitiv. Moment, gib mal die Batterie wieder her. Damit wir schon mal den Teil reparieren können, der angeschlagen wurde. Ist ja auch relativ wichtig. So, dann können wir dich wieder zum Aufladen hinhängen. Sehr gut. Und ich glaube, den Empfänger, den lassen wir auch mal hier. Nicht, dass wir ihn nötig hätten oder so. Wobei, ich könnte ja auch direkt hier verkaufen. Nein, 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 nein. Macht ja direkt mal Quatsch, ne? So, Batteriestatus voll. Gut. Dann können wir wieder auf losfahren und ein paar andere Techs jagen. Point of Interest ist da hinten. Na dann, auf geht's. Die Frage ist, was meint das Spiel, was für mich interessant ist? Geocorp oder GSO? Ich würde Geocorp bevorzugen. Aber man kriegt halt nicht immer das, was man will. Das ist eine harte Lektion im Leben, die jeder früher oder später lernen muss. Kann nicht alles haben. Guck mal, da ist noch so ein Freiwild. Wenn ich schon mal hier bin, mal ein bisschen Holz mitnehmen.
Ach ja, den Bunsenbrenner hätte ich auch mitnehmen können. Nun gut, jetzt ist auch zu spät. Den hat's ja nochmal richtig gut weggesprengt. Oh, Geocorp. Gut. Naja, sobald wir den Grade 3 erreicht haben, ist ja eh alles egal. Da kann ich mir das, was ich brauche, eh kaufen. Von daher, Geocorp Maschinenblätten und Gutes. Wo kommen die denn nur immer her? Das ist die große Frage. Auf die es eine Antwort zu suchen gibt. Na komm, Feuer frei. So, du bist erledigt. Next one, please. Guck mal, da vorne, er hat nur ein Geocorp-Cockpit. Der Rest ist alles GSO. Ja, wenn er meint. Guck mal, schon wieder so ein neues Design. Mit diesen Fräsen hier. Na komm, nehmen wir ein paar von denen mit. Vielleicht sind die ja relativ nützlich. Ach so, vorne habe ich keine Laser mehr. Das ist ein Problem, definitiv. Eieieiei, der macht es mir schwieriger als nötig. Oh, eine Schaufel. So, da waren es nur noch 225 Punkte, die wir brauchen. Jo, könnte hinkommen. Na, guck mal, da vorne ist noch so ein Geocorp-Vieh. Das muss nicht zwingend als Geocorp zielen. Doch, es ist. Oder? Bist du? Dann öffnen wir schon mal das Feuer aus sicherer Distanz. Und weg ist er, oder? Jo. Wunderbar. Ich glaube, das zählt jetzt als keine Ahnung was. Du hast wahrscheinlich nicht genug Spaßpunkte. Und auch die haben keine großen Reifen. Schade. Und meine Batterien sagen, dass ich mich auch bald wieder zurückziehen kann. Und da ist der Boss. Ah ja. Nun gut, mit dem möchte ich mich ehrlich gesagt nicht anlegen. Weil der kann schon gemein werden, wenn er es drauf anlegt. Na kommt, Leute, lasst euch platt machen. Ich mach's doch eh nur wegen den Punkten. Und hast es? Yay! Lizenz 3, sehr schön. Damit bekommen wir jetzt solche riesigen Blöcke, die wir wunderbar verwenden können. So einen komischen Spiralbohrer. Eine tolle Lichtquelle, oder was bist du? Jo, du bist eine Lichtquelle. Hab ich nur einen Reifen bekommen? Ne, zwei. Gut, dann montieren wir den mal direkt. Die setzen wir mal eins hoch. Da kommst du mal hier weg. Du vorerst auch. Und dasselbe wiederholen wir auf der anderen Seite ebenfalls. Du musst eins höher. Das habe ich da erst gesehen, irgendwo einen Block rausgerissen. Die Frage ist nur, wo? Hier. Gut. Du hier weg. Du hier hin. Sehr schön. Weißt du was? Du kommst mal hier vorne dran. Damit haben wir ein halbwegs fliegendes Auto. Und du kommst auch mal hier hin. Jo. Die Räder sind immer noch überlastet. Und der Batteriestand ist gering. Yay. Weißt du was, wir fahren jetzt zurück zur Base und kaufen uns direkt mehr von diesen großen Batterien.
Und wo zur Hölle kommst du denn her? 18.000 Punkte für Stufe 4? Und das kann ja dauern. So, der nächste wäre platt. Leider nichts von Wert. Und ich sehe gerade, dass ich hier lang fahren muss. Ich sollte mich wirklich mal dazu bemühen, noch weitere Ressourcen zu farmen, aus dem einfachen Grund, weil die Räder und Batterien nicht günstig werden. Ich glaube, die werden ein bisschen teurer. Von daher nehmen wir ein paar Ressourcen mit. Weil was soll denn der Geiz, ne? Erstmal hier alles wegschroten. Dann können wir uns um die kleinen Roboter drüben auch noch kümmern. Würdet ihr euch bitte abbauen lassen? Ich schätze mal, dass du einfach zu groß bist, ne? Wow. Was war das für eine Aktion? Nee, Moment. Das machen wir wirklich mal andersrum. Ui. Das geht dann doch direkt ein bisschen einfacher. Und ich muss mich höchstwahrscheinlich ein bisschen weiter runterhängen. So, genau. Und wo hängen wir denn fest? An dem Block hier. Alles klar, dann smalmen wir dich zuerst. Da müssen wir schon ordentlich ran. Das ist nur für Profis. So, gut. Alles eingesammelt. Und dann hoffen, dass die nicht zu viel Schaden machen, dass die Panzerung standhält. Na komm schon. Lass dich platt machen. Eieieiei, diese Drohnen, ne? Kann ich euch zermalmen oder so? Weil wehren tut ihr euch auch nicht mehr wirklich. Na komm, so geht's. So haut das hin. Was haben wir denn hier an der Base? Wie hier irgendwas Interessantes? Moment, kann ich mir mein Cockpit kurz ausleihen? So, jetzt gehört diese Base zu mir. Jetzt kann ich quasi alles mitnehmen, was wir hier haben. Und das habe ich ja auch nicht vor. Ja. Warst du nicht weiter hinten drin? Egal. Na komm du mal mit. Das wird nicht reichen, aber hey. Zumindest können wir ein bisschen was reparieren. Wo geht's nach Hause? Hier runter. Also dann wieder wenden. Ja, es ist doch immer wieder das Gleiche mit dem Zeug. Wo hänge ich denn jetzt schon wieder fest? Ich glaube im Terrain. Was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Moment mal, dich hängen wir dann wieder ein bisschen höher. Aus dem einfachen Grund, dass du nicht so oft hängen bleibst. Ich hoffe, dass mir meine 5000 Kröten da ausreichen werden. Um alles zu kaufen, was ich benötige.
Oder wir bauen direkt in der nächsten Folge schon mal die nächste Version unseres Vehikels. Dazu bräuchte ich auch diese Blöcke hier, wobei ich das Auto doch gerne behalten wollen würde. Naja, man kann nicht alles haben. Rutsch doch nicht immer ab. So, nein, 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 Batterien nicht verkaufen, anhängen. Damit die aufgeladen werden können. Was war das jetzt für eine Aktion? Ich weiß es nicht. So, dann verkauft man das Klump hier erstmal. Und dann schauen wir mal, was große Reifen kosten. Wo hängt hier noch Ware dazwischen? Ach, hier unten. Alles klar. Nun gut, ich glaube, das war's. Nee, da unten hängt noch was. Hier, Holz. Genau. So. Batterien wieder anbringen. Direkt wieder zum Aufladen hinhängen. Ist voll, gut. Alles klar, was kosten mich Batterien und Räder? Also erstmal die Räder überprüfen. 1080. Eieieiei. Und Batterien? 589. Na komm, da kauft man nochmal zwei. Oh, die werden sogar halb voll ausgeliefert. Das ist schön. Und für das Restgeld kaufe ich mir noch Räder. 1, 2, 3. Hallo? Wie viel fehlt denn noch? Ah, nicht mehr viel. Nun gut. Die paar Kröten bekommen wir doch zusammen, oder? Würde ich doch mal hoffen. Na komm, allzu viel fehlt nicht mehr. Gut, her damit. Und dann bauen wir jetzt noch schnell mal die Reifen um. So, bitte mal alle abmontieren. Ja, die alten behalte ich noch kurz. Denn wer weiß, wozu die gut sind. So, die Panzerung muss auch mal beiseite. Da muss mir beiseite. Geh du mal hier hoch. So. Die Panzerung muss weg. Gut, ich glaube, das könnte dann soweit genügen. Ich glaube, in der nächsten Folge machen wir dann mal so einen riesen Umbau. Mit dem ganzen Zeug, was wir noch drüben haben. Jetzt geht es erstmal darum, wieder mobil zu werden. Ei, das ganze Zeug muss natürlich auch mal weg. Gut, sind wir mobil? Naja, nicht wirklich. Naja gut, mit den großen Reifen können wir aber auch ein größeres Auto bauen.
Aber dazu mehr dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.